Ja, Astrid, wir sind hier beim Barcamp der DB-Akademie. Gerade hatten wir eine Session zum Thema Twitter. Wie hat es dir gefallen? Wie hat dir die Struktur, der Ablauf jetzt gefallen, der letzten 45 Minuten? Ja, hat mir sehr gut gefallen. Also, es ist das erste Barcamp, bei dem ich hier bin, erste Session, die ich mitgemacht habe. Und vom Ablauf her fand ich es großartig. Es gab eine kleine Einleitung zum Thema und wir haben eine Diskussion gestartet, die auch durchaus kontrovers war. Es wurden auch kritische Fragen gestellt. Es sind auch Leute rausgegangen und es war aber gar nicht unangenehm. Also, es war eine sehr sachliche Atmosphäre und vor allen Dingen auch wirklich eine impulsgebende, lerninhaltsreiche Atmosphäre. Du warst jetzt die kompletten 45 Minuten mit dabei. Wir haben einiges von Karl-Heinz gehört. Wir haben auch aus der Gruppe einige Anregungen, einige Fragen gehört. Was nimmst du jetzt mit nach den 45 Minuten Twitter-Input? Ja, also das Thema war ja Twitter als Lernmedium. Und ich habe mich für das Thema entschieden, weil ich zwar einen Twitter-Account habe, aber bisher noch nie was damit gemacht habe. Und ich habe gehofft, und diese Hoffnung hat sich dann auch bestätigt, erstmal was darüber zu lernen, wie ich an Twitter herangehe, was ich da tue, was meine Strategie sein kann. Und das ist jetzt genau der Input, den ich mitgenommen habe. Also was meine ersten Schritte sind, um Twitter zu nutzen, wie ich auch lerne, damit umzugehen und ja, das einfach als Medium zu nutzen. Du hast ja als eine der wenigen Teilnehmer überhaupt einen Twitter-Account schon vorher gehabt. Und es klingt ganz danach, als ob du diesen Account etwas aktiver betreiben wirst in der nächsten Zeit. Täuscht der Eindruck oder stimmt der so? Nein, der ist richtig. Also ich muss gestehen, ich habe einen Twitter-Account, allerdings mit einem privaten Nickname. Und ich denke, ich werde mir nochmal einen neuen Twitter-Account mit einem Klarnamen auch einrichten und wirklich anfangen, erstmal über eine Themensammlung zu schauen, welche Menschen ich folgen werde, darüber dann verschiedene Themen mitlesen werde. Und je nachdem, was sich ergibt, was ich dann selber auch für Kommentare machen werde, dann in dieses Tweeten auch einsteigen. Allerdings dann mit meinem Klarnamen, weil ich das auch eher professionell da nutzen möchte als mit meinem Nickname. Okay, da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf und werden Follower werden mit Sicherheit. Vielen Dank für die Zeit, Ja, Astrid. gerne.